Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen der meiner Meinung nach wirkungsvollsten und perfidesten Tricks der Altmedien und Altparteien, um die AfD zu zerstören. Sie wollen die AfD spalten und die Bürgerlichen gegeneinander aufbringen. Das betrifft nicht nur die AfD, sondern das bürgerliche Lager insgesamt. Sie probieren die Werteunion gegen die AfD in Position zu bringen und sie probieren Leute in der AfD untereinander gegeneinander in Position zu bringen. Sie bringen da immer das unausgesprochene Versprechen mit, ja, wenn ihr euch von denen distanziert, dann ist alles gut, dann, das ist eure Pflicht und dann sind wir nett zu euch. Ein Benutzer hatte geschrieben, Check-in, Check-out heißt er, es wäre doch besser, wenn Höcke nicht in der AfD wäre, dann würde die AfD im Westen viel mehr Wählerschichten erreichen. Und jetzt kann man sich sagen, ach ja, wie bescheuert, wie kann man denn sowas glauben? Diesem Trick sind viele erlegen. Im Folgenden möchte ich das kurz erklären. Spielen wir einmal alle Szenarien durch. Wir kennen ja Björn Höcke nicht persönlich. Wir wissen jetzt nicht genau, was für ein Mensch er ist. Und wir hören viele böse Zitate über ihn. Jetzt gehen wir mal von dem schlimmsten Fall aus. Höcke ist ein Nazi, überhaupt keine Frage, das ist völlig klar, er ist ein Nazi, er ist in der AfD und es ist so. Die anderen beschimpfen ja alle AfD-Wähler dafür, dass sie mittlerweile auch AfD-Wähler, dass sie AfD wählen, obwohl Höcke in der Partei ist. Und die Abgeordneten sowieso, dass sie Höcke tolerieren, dass sie überhaupt in der Partei sind, wenn Höcke darin ist, wie das überhaupt sein kann. Schauen wir uns einmal den Islam an. Es gibt viele muslimische Terroranschläge. Und im Koran gibt es viele grundgesetzwidrigen Passagen. Und es gibt eine große Zahl an Straftätern, an bösen Leuten im Islam. Kommt aber irgendjemand von den Altmedien und den Altparteien auf die Idee, von Moslems einzufordern, der Religion abzuschwören? Weil ja faktisch im Koran grundgesetzwidrige Passagen drinstehen oder es viele Attentäter gibt aus dem Islam. Im Gegenteil, da kommen sie nicht im Entferntesten auf die Idee. Wenn man sowas fordern würde, dann wäre man ja geistesgestört. Wir sehen also hier eine komplette Ungleichbehandlung. Das heißt, selektiv bei der AfD, nehmen wir an, Höcke wäre ein Nazi, nehmen wir es einfach an, selbst dann haben wir eine völlige Ungleichbehandlung gegenüber den Moslems. Das zeigt, dass wir getäuscht werden, dass das nicht redlich ist, dass etwas anderes dahinter steckt, dass das nicht ehrlich ist. Sie sind unehrlich, sie täuschen, selbst in dem Fall. Jetzt schauen wir uns einmal an, was Höcke vorgeworfen wird. Reden, was Herr Höcke vertritt. Also beispielsweise hat Herr Höcke sehr deutlich gesagt, es sei falsch, Hitler als das absolut Böse anzusehen. Er schwärmt von tausendjährigen Reichen. Er will also die Schuttkultur der Moderne entsorgen. Er hat von einem unvereinbaren Antagonismus zwischen Christentum und Judentum gesprochen. Also wenn das nicht Anknüpfungspunkte sind, er will also eine dämliche Bewältigungskultur überwinden. Er will eine 180-Grad-Wende. Erinnerungskultur, eine Bewältigungskultur hat er auch. Ich habe sie mir angeguckt, seine Zitate. Ja. Also alles das, was ich eben gesagt habe und noch sehr viel mehr, was man da finden kann. Also wenn Sie das nicht in der Tradition des Nationalsozialismus sehen, dann muss ich mich wirklich fragen, was ist dann für Sie Nazi oder faschistisches Denken? Also Herr Höcke definiert sich doch selber ausdrücklich in dieser Tradition. Die Strategie gegen AfD-Leute wie Höcke ist immer die gleiche. Es werden isoliert Zitate herangezogen und aus diesen Zitaten wird dann abgeleitet, dass diese Leute Nazis sind. Bei Sarah Wagenknecht, was haben wir hier Konkretes? Nichts. Es liegt gegen Höcke nichts vor, nichts Konkretes. Es ist ja auch, wenn was Konkretes vorliegen würde, dann würde er ja auch wegen Volksverhetzung verurteilt werden. Wurde er bislang nicht, also es gibt nichts gegen Höcke. Deswegen ist es auch nicht redlich, ihn ein Nazi zu nennen, sondern es ist eine Vermutung, es ist Meinungsfreiheit, aber es liegt noch nicht einmal etwas vor gegen ihn, was Konkretes. Dazu kommt, Höcke bekennt sich zum Programm der AfD.
hat sich für seine Dresdner Rede entschuldigt. Also er hat sich entschuldigt, dass man es falsch verstehen kann. Und er hat sich seit Jahren nichts zu Schulden kommen lassen. Es sind ja immer die gleichen alten Zitate, die aufgewärmt werden. Und so wird es ja bei allen AfDlern gemacht. Das heißt, hier haben wir eine Lüge, eine Täuschung. Schauen wir uns außerdem an, wie gehen Altmedien und Altparteien mit Leuten um, die nicht in der AfD sind und die wirklich alles tun, um nicht als Nazis zu gelten, die messerscharf argumentieren. Schauen wir uns Thilo Sarrazin an. Er wird auch quasi als Nazi hingestellt, als rechtsextrem, als rechtsaußen, für die SPD untragbar. Die SPD will ihn aus der Partei ausschließen. Er wird auch dargestellt wie das Allerletzte. Das heißt, es geht um Positionen. Wenn man bestimmte Positionen einnimmt, wird man schlecht gemacht. Oder auch Boris Palmer. Als er sich islamkritisch, migrationskritisch geäußert wird, dann war er auch plötzlich der Rechtsaußen. Die Altparteien und Altmedien wollen einen Spaltpilz in die AfD setzen. Weil zusammen ist man stark, getrennt ist man schwach. Und sie hatten schon großen Erfolg damit. Bernd Lucke und Frau Petri und viele andere sind der Täuschung erlegen. Sie haben gedacht, ja, sie gehen aus der AfD raus und dann wird alles gut. Sie machen dann eine blaue Partei und dann ist dann kein Höcke drin und dann ist das alles okay, dann sagen die Medien nichts. Dann ist alles super, dann ist das ein Selbstläufer, dann funktioniert alles ganz toll. Bei Bernd Lucke war es das Gleiche. Es hat ihnen nichts genutzt. Und auch selbst wenn man bei den Grünen ist oder wenn man bei der SPD ist, wie Palmer oder Sarrazin, wenn man Positionen vertritt, die nicht genehm sind, bestimmten Leuten, dann kriegt man von diesen Leuten eins drauf. Dann wird man als Rechtsaußen stigmatisiert. Schuldig macht sich meiner Meinung nach nicht Höcke im Moment am meisten, sondern machen sich diejenigen, die in Anführungszeichen gemäßigt sind, in dem Sinne, dass sie probieren, es den Altparteien und den Altmedien recht zu machen, indem sie selbstkritisch sind, in unverhältnismäßiger Art und Weise, weil sie dadurch den Frame der Altparteien und Altmedien, diesen schiefen Frame, diesen völlig unausgewogenen, unverhältnismäßigen Frame, bestätigen vor den Leuten. Das heißt, sie nicken die Propaganda ab und machen sich zum wichtigsten Zeugen. Das gilt für Chrupalla und das gilt aber auch, selbst für Weidel gilt das, wenn sie Höcke nicht verteidigt und sagt, Höcke ist kein Faschist. Natürlich, die Propaganda wirkt ja auch bei den AfD-Leuten selbst. Sie glauben dann selbst, sie sind unnormal, sie sind rechtsextrem, sie haben sich Dinge zu Schulden kommen lassen. Aber das stimmt gar nicht. Also es ist nicht verhältnismäßig. Die anderen lassen sich viel schlimmere Sachen zu Schulden kommen. Aber da wird der Fokus gar nicht drauf gelenkt, sondern sie lenken den Fokus dauernd auf die AfD und diese Propaganda wirkt bei allen, inklusive der AfD-Mitglieder und Wähler selbst. Gauland macht sich auch schuldig, wenn er sagt, alle müssen abrüsten und die Demokratie ist gefährdet, weil das eine Fehlanalyse ist. Nicht die Demokratie ist gefährdet in erster Linie, sondern die AfD-Wähler und AfD-Mitglieder auf der Straße, die sind gefährdet, die werden gemobbt, aus ihren Berufen gedrängt. Die Demokratie den anderen, für die ist das nicht schlimm, für die Grünen. Das ist für die AfD-Wähler schlimm. Und da ist nicht die Demokratie, natürlich ist die Demokratie bedroht, aber in erster Linie sind die AfD-Wähler bedroht und nicht alle. Die AfD-Wähler sind die Dummen. Und Weidel muss Höcke verteidigen und sagen, es liegt gegen Höcke nichts vor, nichts Handfestes. Das muss sie viel offensiver vertreten. Wenn sie schweigt, bestätigt sie den Frame. Und genauso bestätigt Chrupalla den Frame, dass die AfDler Populisten sind, wenn er zum Treibhauseffekt nichts sagt. Also solche Verhaltensweisen, die sind schädlich, sind viel mehr schädlich als Höckes 180-Grad-Wende vor was weiß ich wann. Natürlich ist das auch nicht gut, solche Zitate lassen sich natürlich gut hernehmen gegen die AfD. Ist keine Frage. Ich will nicht sagen, dass es gut war. Aber man muss sich nichts vormachen. Wenn das nicht wäre, das wäre trotzdem, würden sie was finden. Sie finden ja auch gegen Sarrazin, finden sie ja auch was. Oder gegen Stürzenberger. Stürzenberger ist auch ein gutes Beispiel. Er achtet so penibel drauf, dass er alles richtig sagt. Und trotzdem zerren sie ihn vor Gericht und stellen ihn als Nazi da. Einfach weil er gewisse Positionen vertritt. Natürlich muss Höcke darauf aufpassen, dass er die Propaganda den anderen nicht leicht macht. Er muss vor allem auch Branden aufpassen. Aber am schlimmsten ist es, wenn man es gar nicht merkt, wenn man von der Propaganda beeinflusst wird und die Frames, die die anderen setzen, diese Lügenframes, diese täuscherischen Frames, wenn man sie bestätigt, ungewollt. Und in diese Falle tappen viele rein.
Wichtig ist die Themenlenkung. Die Themenlenkung muss auf die Schwächen der anderen gelegt sein. Angriff ist die beste Verteidigung. Man muss die Glaubwürdigkeit der anderen erschüttern, die einen als Nazi beschimpfen, um die eigene Glaubwürdigkeit zu schützen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.